Klingelingeling, Klingelingeling, da kommt der Eiermann. Auf die Plätze, Berti Schluss. Ja, Herr Minister, die ersten Monate der Ampelregierung sind vorbei und die Bilanz fällt bei den grünen Kernthemen doch gelinde gesagt bescheiden aus. Ja, klar. Also unsere Wählerinnen und Wähler sind zu Recht ungeduldig. Und wie sagt man so schön, in der Schlange vorm Konditor, es ist Zeit, dass dem Warten Torten folgen. Eine politische Verbindung zur Wirklichkeit herstellt, wo die progressiven Kräfte rein diffundieren können in die Partei. Wir sind die Kollegen, Bäckereien gehören dazu, dass die wirkliche Probleme haben, weil es eine Kaufzurückhaltung gibt. Und dann sind die nicht insolvent, automatisch. Aber Sie hören vielleicht auf zu verkaufen. Und das, wenn ich aufhöre zu verkaufen, verdiene ich kein Geld mehr. Dann muss ich die Insolvenz anmelden. Nach 2 Monaten, wenn ich es nicht getan habe, habe ich Insolvenz. Ja, man würde dann insolvent werden, wenn man mit der Arbeit immer größeres Minus macht. Wegfahren. Aber wenn man den Benzinpreis um 3 Cent erhöht, die Pendlerpauschale aber um 5 Cent erhöht, dann lohnt es sich eher, mit dem Auto zu fahren als mit der Bahn. Die Pendlerpauschale wird aber auch bezahlt, wenn man Bahn fährt. Ja, aber nicht. Dann ist es ja nur die Erstattung des Bahntickets. Oder wird sie dann, das weiß ich gar nicht. Aber die entscheidende Frage ist, ob man dann mit dem Auto einen Anreiz hat zu fahren. Klingelingeling, Klingelingeling, da kommt der Eiermann. Klingelingeling.